Schön, dass ihr wieder beim Weekend Talk eingeschaltet habt. Wie jeden Samstag jetzt die aktuellsten Fußball- und Transfer-News. Um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen, daher gleich einen Abo dalassen. Der BVB ist im Achtelfinale der Europa League gegen den FC Red Bull Salzburg ausgeschieden. Nach der 1:2 Hinspielniederlage vor der heimischen Kulisse trennte man sich in Österreich mit 0:0. Mit ein paar Umstellungen sorgte Peter Stöger nicht gerade für eine sichere BVB-Elf. Daher wird es immer fraglicher, ob die Dortmunder mit Stöger zur nächsten Saison wirklich verlängern. Stand jetzt erstmal nicht. Würdet ihr aber gerne Peter Stöger bei Dortmund sehen oder soll jemand anders her? Und wenn ja, wer? Eure Meinung dazu in die Kommentare. Die andere deutsche Mannschaft, RB Leipzig, aber schaffte es dank eines 1:1 in Zenit in die nächste Runde und ist damit mit den FC Bayern München jetzt die einzige deutsche Mannschaft, die international vertreten ist. Für Leipzig traf Augustin und Timo Werner hätte sogar für die Führung sorgen können, verschoss dann aber in der 82. Minute einen Elfmeter. Und der Gegner der nächsten Runde heißt Olympique Marseille. Für Philippe Luis ist die Saison als auch die Weltmeisterschaft gelaufen. Wie Atletico mitteilte, zog sich der Linksverteidiger beim Europa-League-Spiel gegen Lokomotiv Moskau einen Wadenbruch zu. Und auch für Atletico ist das ein herber Verlust, denn unter Simeone ist der Brasilianer Gesetz und ein wichtiger Mann in der Abwehrreihe. Mourinho sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Nach dem Champions League aus gegen den FC Sevilla sagte er folgendes: "Ich saß schon zweimal an dieser Stelle, nachdem Manchester United im Achtelfinale zu Hause ausgeschieden war. Mit Porto war ich 2003-2004 hier, Man United flog raus. Mit Real Madrid 2012-2013 war ich auch hier und Man United flog ebenfalls raus. Das ist also nichts Neues für den Club." Bei den Fans kam dies nicht wirklich gut an und der Trainer wird jetzt mit einem Abgang Richtung Paris in Verbindung gebracht. Wie ist eure Meinung zu solch einem Statement von einem Trainer gegenüber seinem Verein? Bleiben wir aber bei der Trainerfrage, denn bei den Bayern kann Thomas Tuchel schon im Sommer die Münchner übernehmen. Laut einem Bericht der Sportbild soll ja der Abgang von Jupp Heynckes zum Saisonende bereits sicher sein. Dazu habe man sich in München darauf geeinigt, dass sein Nachfolger auf jeden Fall Deutsch sprechen soll. Rummenigge sowie einige Personen im Verein sollen absoluter Befürworter von Thomas Tuchel sein. Wie würdet ihr Thomas Tuchel bei den FC Bayern finden? Passt er gut in das System oder absolut gar nicht? Die Champions League Auslosung ist draußen und die sieht wie folgt aus. Barcelona muss gegen die Roma ran, welches eigentlich keine große Aufgabe für die Katalanen wird. Die Bayern bekommen mal wieder ein Glückslos mit dem FC Sevilla. Klar gewann die Spanier gegen Manchester United überraschend, aber gegen die Münchner wird dann wohl die Endstation sein. Und Real Madrid bekommt wieder einen Schwergiganten des Fußballs. Mit dem Juventus Turin bahnt sich ein Spiel an, welches einem Finale ähnelt. Und das letzte Spiel bestreiten die zwei englischen Teams, FC Liverpool und Manchester City. Auch hier kann man sich sicher auf eine spannende Partie freuen. Und jetzt aber ab zu den Transfer-News. Dort ist Juventus auf der Suche nach einer Verstärkung für seine Abwehrreihe. Laut dem Corriere dello Sport steht José Jiménez von Atletico Madrid auf der Wunschliste der Turiner. Der Uruguayer ist allerdings ein Stammspieler in Madrid und seine Ausstiegsklausel beträgt 65 Millionen Euro, was eine Verpflichtung nicht gerade einfach macht. José Mourinho ist an seinem ehemaligen Innenverteidiger Raphael Varane dran. "Er hat nicht mit mir direkt gesprochen, aber es gab Kontakt", verrät der Franzose von Real Madrid der AS. Von den Seiten der Königlichen kommt aber ein Verkauf ihres Innenverteidigers nicht in Frage, denn Varane hat noch einen gültigen Vertrag bis 2022 und ist ein wichtiger Mann für sie dann. Von daher muss Manchester United entweder tief in die Tasche greifen oder sie können diesen Transfer vergessen. Und andersrum sind die Königlichen ebenfalls an einem Spieler aus Manchester interessiert. Der amtierende Champions League-Sieger soll laut der Og Diario an Marcus Rashford interessiert sein. Im Santiago Bernabeu könnte der 20-Jährige den Platz von Gareth Bale übernehmen, für den man mittlerweile einen Abnehmer sucht. Der Vertrag vom Engländer Marcus Rashford läuft noch bis 2020. Aber trotz dessen, dass der Engländer ein Supertalent ist, ist es trotzdem unwahrscheinlich, dass dieser nächste Saison bei den Madrilenen spielt. Der FC Chelsea ist an einem weiteren Gunner interessiert. Nach der Verpflichtung von Olivier Giroud im Winter könnten sich die Blues jetzt wieder bei Arsenal bedienen. Laut der Daily Mirror hat der FC Chelsea ein Auge auf Mittelfeldspieler Aaron Ramsey geworfen. Der Vertrag des Walisers läuft im Sommer 2019 aus. Und bis jetzt sagte er Folgendes dazu: "Im Moment gibt es nichts zu sagen. Ich denke, sie waren bislang damit beschäftigt, andere Verträge zu verlängern. Sollte bis zu Ende der Saison kein neuer Vertrag angeboten werden, denke ich, dass die Wege von Aaron Ramsey und FC Arsenal trennen werden."
Und zum Schluss ab in die Bundesliga, denn dort kämpfen gleich zwei Vereine um den Schalker Meier. Sowohl der FC Arsenal als auch der AC Mailand kämpfen um die Dienste von Max Meier. Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei Schalke 04 läuft am Ende der Saison aus. Er wäre also ablösefrei. Und bis jetzt waren alle Vertragsverhandlungen ohne Erfolg. Allerdings favorisiert der 22-Jährige einen Wechsel in die Premier League. Tottenham und der FC Liverpool haben ebenfalls ein Auge auf ihn geworfen. Wie denkt ihr, bei welchem Verein wird Max Meier unterschreiben? Oder bleibt er ganz bei den Schalkern? Dies waren wieder eure Fußball- und Transfer-News. Euch noch ein schönes restliches Wochenende und wir hören uns Montag wieder bei 1 gegen 1 Spielerduell. Vergiss nicht zu abonnieren und einen Daumen hoch dazulassen. Und auf Wiederhören!